Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Wer lässt die Sau raus Box von JBO. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wer lässt die Sau raus von JBO? Das Ganze am Freitag, den 28. Juni erschienen. Wir haben hier eine dunkelblaue Box. Nachdem das Ganze in Folie eingeschweißt ist, werden wir die Folie mal abnehmen, aufschneiden. So, einmal. Und dann können wir die Box hier aus der Folie befreien. Jawohl. So sieht das aus. Also, wir haben hier eine dunkelblaue Box mit pinkem Schriftzug JBO, wie für die Band üblich, in pink gehalten. James zensiert Chester, lesen wir hier, wer lässt die Sau raus, und dann haben wir hier die vier Bandmitglieder von JBO, die hier hinter dieser Tür aufgereiht sind, und aus dieser Tür, aus diesem Tor läuft hier scheinbar eine Wildsau raus, die hier in entsprechenden Klamotten daherkommt, also mit JBO Kutte, so wie das aussieht, sehr eigentümliches Cover. Hier unten lesen wir dann noch AFM Records plus die Katalognummer, also AFM Records, das Label. JBO, wer lässt die Sau raus, hier auch nochmal, und links ebenso. Die Box ist wahnsinnig schwer, also fühlt sich echt schwer an. Hier oben lesen wir Limited Boxset enthält. Digipack, also das Album, brandneues JBO Cartoonbuch, 16x16 cm, 64 Seiten, exklusives Sauraus T-Shirt, aufblasbare JBO Rocker Gruß Metal Hand, 4 handsignierte Autogrammkarten, eine schöne Geschichte, Poster in A3, Echtheitszertifikat, und das Ganze ist limitiert auf 1000 Stück. Darunter haben wir dann die Tracklist und dann haben wir noch die Credits und einen Aufkleber mit Barcode. Hier lesen wir Boxset Shirt Size L. Das Ganze gab es meines Wissens in zwei Varianten, einmal mit Shirt Size L, also so wie ich sie habe, und einmal mit XL. Nachdem ich generell eher so der M-Träger bin, habe ich mich in diesem Fall dann für L entschieden, da es dann eben doch etwas näher kommt. Gut, wir haben hier eine Klappbox, geht hier auf der Seite auf, und als erstes kommt uns mal das Shirt entgegen. Dann haben wir die aufblasbare Hand, das Album an sich. Der Artikel, der maßgeblich hier zum Gewicht beitragen dürfte, eben dieser Comic, dieses Comicbuch. Dann haben wir hier die Autogrammkarten, das Zertifikat und ein Poster. Jawohl, von innen die Box komplett in weiß gehalten. Ups, da haben wir jetzt das eine hier eingezwickt. So, aber jetzt. Und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir wie immer mal mit der Folie starten. Also einmal diese Hand. Und wenn sie dann rauskommt, jawohl. Und dann einmal noch das Album. So. Ups, Moment, hier haben wir noch einen Sticker. Was lesen wir hier? On Tour. Okay. Also hier haben wir die Tourdaten von JBO. Und das Spannende ist, direkt am Freitag, den 28.06., also direkt zum Release-Date dieses Albums, sprich gestern, hat diese Tour hier scheinbar gestartet. Hier habt ihr die Dates, also die sind das ganze Jahr unterwegs, bis Ende Dezember, bis zum 22.12. quer durch Deutschland und einmal auch in Österreich. Okay. Ja, also wenn ihr die Band live sehen wollt, dann checkt diese Tourdaten ab. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also ein Digipack haben wir hier, und vom Cover her ist das ident wie auch schon das Boxcover. Auf der Seite auch wieder zu lesen JBO, wer lässt die Sau raus, mit der Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 15 an der Zahl. Keinerlei Fremdbeiträge, Gastbeiträge, wirklich 15 reine JBO-Tracks. Und auf der Rückseite
Hier sehen wir dann auch noch die vier Herrschaften, die diese Band bilden. Ja, wie man sie kennt, in ihren durchgeknallten Outfits hier in Pink. Also Hannes, Veit, Ralf und Wolfram. Und dann hier unten auch wieder Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein ins Innenleben. Hier haben wir wieder diverse Bandmitglieder. Und auf der rechten Seite dann das Booklet. Wir starten mal ins Booklet. Jawohl, so muss das sein. Also wir haben hier die einzelnen Tracks mit den gesamten Lyrics abgedruckt. Das gefällt mir gut. Und das Ganze ist dann hier unterlegt mit Fotos der Bandmitglieder. Jawohl. Sind schon etwas älter, die Herren, aber man muss auch dazu sagen, die sind seit, ich glaube, mittlerweile seit 30 Jahren, ich glaube, sie haben jetzt vor kurzem Jubiläum gehabt, seit 30 Jahren gibt es diese Band. Also das ist echt unfassbar. Ich bin jetzt gerade mal 27, also die Band ist länger unterwegs, als ich überhaupt geboren bin oder als ich Jahre alt bin. Das ist schon mächtig. So, und wie man sieht, sind sie immer hier in ihren unverkennbaren pinken Outfits. Und dann zum Abschluss noch die Credits. Jawohl, Tracklist gibt es dann auch nochmal auf der Rückseite. Das Ganze findet hier Platz in dieser kleinen Stecktasche. Und hier haben wir dann die CD mittig. Und auch hier auf der CD wieder das Cover drauf. So sieht das aus. Okay. Es ist übrigens das, wenn ich mich nicht irre, 13. Album der Band. Also 13. Album, das sagt auch einiges. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Wie wir schon sehen können, ist das einseitig bedruckt, Rückseite blank weiß. Und dieses Poster sieht so aus. Also das Poster ist im Querformat. Eine schöne Geschichte lesen wir hier. Und wie es aussieht, haben wir hier die, ja, ich sage jetzt mal Vertreter der Bürokratie, die Staatsdiener, die allesamt in Dunkelgrau daherkommen, mit ihren Aktentaschen, mit ihren langweiligen grauen Anzügen, Paragraphen, Langeweile und so weiter. Und dann haben wir hier die vier Bandmitglieder auf Pferden, die hier ein Heer jeweils anführen. Also hier wird wohl ein Heer von Clowns in die Schlacht geführt. Hier oben, das sieht ein bisschen aus wie ein Heer von kleinen Kindern. Ja, die geistig auch nicht mehr ganz frisch sein dürften, so wie die aussehen. Dann haben wir hier oben ein Heer von, ja, das sieht aus wie aus dem Kasperle-Theater. Und hier, also wie so Handpuppen. Und hier unten, das sieht aus wie so Hofnarren, also so Spaßmacher. Ja, Hofnarren trifft es, glaube ich, am besten. Und mit diesen vier Heerscharen soll wohl diese Langeweile, diese Bürokratie bekämpft werden. Schönes Poster. Dann haben wir diese aufblasbare Hand. Ich glaube, an dieser Stelle werden wir das Video dann mal kurz unterbrechen, damit ich euch jetzt nicht irgendwie unnötig lange hier dabei zuhören lasse, wie ich diese Hand aufblase. Eieiei, die klebt aber auch fest. Okay, also so sieht das aus. Ich werde das Ganze mal zwischendurch aufblasen und kurz eine Unterbrechung machen. Wir sehen uns gleich wieder. Und so sieht das Ganze dann aufgeblasen aus. Also wir haben hier eine schwarze Umrandung. In der Mitte dann diese rote Hand mit pinken Fingernägeln. Hier unten lesen wir dann JBO, James zensiert Jester. Auch hier auf der Rückseite, also beide Seiten ident. Hier unten haben wir dann eine Öffnung und hier kann man dann entsprechend seine Hand reinmachen. Ich hoffe, wir kriegen das mal hin. Ja, und dann kann man mit dieser Hand beim nächsten JBO-Konzert oder wo auch immer man möchte, mit dieser Hand Gas geben. Jawohl. So, also diese aufblasbare Hand. Dann haben wir mit dabei ein Shirt. Und zwar ist dieses in Violett. Auch wenn das vielleicht jetzt in der Kamera nicht so ganz rüberkommt, vielleicht sieht es dann eher so dunkelblau aus, aber es ist auf jeden Fall ein sattes, dunkles Violett, gefällt mir rein von der Farbe her richtig gut. Hier lesen wir dann auch wieder JBO, wer lässt die Sau raus? Also auf diesem violetten Shirt einfach das Cover des Albums.
Ja, also die pinken Buchstaben und das Ganze, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht ganz so mein Fall, aber das violette Shirt feiere ich extrem. Gibt es viel zu selten. Die meisten Shirts sind dann auch eher schlicht gehalten in Schwarz oder Weiß. Auf der Rückseite haben wir nichts weiter drauf. Und wir haben es hier zu tun mit einem Fruit of the Loom Value Weight in der Größe L. Wie gesagt, Größe wählbar zwischen L und XL. 100% Baumwolle. Und das Ganze ist, wo haben wir es hier? Made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir fassen, oder was heißt wir fassen? Wir packen das Shirt mal wieder zusammen, damit wir hier wieder Platz haben für die nächsten Inhalte. Und zwar haben wir hier Autogrammkarten. 1, 2, 3, 4 an der Zahl. Und wie wir sehen können, sind die alle unterschrieben. Also hier hat wirklich jedes einzelne Mitglied der Band unterschrieben. Dreimal hier mit schwarzem Edding, einmal hier mit, ups, ja, was dürfte das sein, so kugelschreibermäßig. Und sie sind auch dreimal im Hochformat und einmal im Querformat, also auch da unterscheiden sie sich. Spannenderweise wurden auch die Ecken hier abgerundet, das sieht man auch sehr selten. Und auf der Rückseite, ja, sind alle hier gebrandet mit diesem Albumcover, wie wir es kennen. Und sind auch ziemlich stabil, also es ist nicht so ein einfaches Papier, sondern es ist echt hochwertig und so. Etwas dickerer Stoff, dickerer Karton, ja. Also, die sind echt eine schöne Sache, diese Karten. Dann haben wir das Comicbuch. Habe ich so in der Form auch noch nie gehabt, in einer Box. Und zwar hier ein quadratisches Buch. 30 Jahre, ja, hier steht sogar nochmal, 30 Jahre JBO, 100% Blödsinn. Okay. Und auf der Rückseite lesen wir dann hier noch einen Text. Also, könnt ihr euch natürlich kurz das Video anhalten. Ich werde euch das jetzt wegen der Länge ersparen. Hier unten lesen wir dann noch das weltbeste JBO Cartoonbuch, das ich in den letzten 30 Jahren herausgeben durfte. Ja, von Michael Holtschulte, Hofnarr und Cartoonist. Ja, genau. Den kennt man vielleicht, wenn man für Cartoons was übrig hat. Gibt es scheinbar auch so regulär im Handel zu kaufen, außerhalb der Box, so wie das hier aussieht, haben wir einen eigenen Barcode und auch eine Preis Auszeichnung für Deutschland und Österreich. Werfen wir mal kurz einen Blick rein. 1989 im E-Werk, Liebe auf den ersten Blick. Ja, also da dürften die sich kennengelernt haben vor 30 Jahren, alles klar. Und hier haben wir dann jede Menge Cartoons. Ihr seht, das ist prall gefüllt, dieses Buch, mit jede Menge bunten Seiten. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Zertifikat. Und das muss ich ehrlich sagen, gefällt mir auch richtig gut. Warum? Das Ganze kommt über, wir haben es vorhin gehabt, auf der Rückseite der Box. Moment. Hier da kann man das lesen. AFM Records. Und die machen das generell, glaube ich, so gut wie immer, dass sie die Gesamtanzahl der Boxen angeben. Also die sagen ganz klar, diese Box von Anfang an ist auf 1000 Stück limitiert. Hier steht sogar, this edition is limited to 1000 units worldwide. Und hier hat man dann auch noch so ein Zertifikat, wo genau nachvollziehbar ist, okay, alles klar, das ist original, das ist wirklich eines dieser 1000 Stück. Und hier steht dann auch noch der exklusive Boxinhalt aufgelistet. Und hier dann auch noch die Garantie. AFM Records has issued this certificate to authenticate this copy of JBO. Wer lässt die Sau raus? Ja, sollten meiner Meinung nach viel mehr machen, ob man das jetzt so löst mit so einem Zertifikat oder ob man die Box einfach irgendwie durchnummeriert und das Ganze innen irgendwo reindruckt, aber dass es irgendwie für den Fan nachvollziehbar ist, was die Auflage ist und vielleicht dann auch noch eine Seriennummer der einzelnen Boxen. Das wäre mein Vorschlag. Ja, so viel dazu. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Zertifikat, dann das Comicbuch, dieses Hardcover 16x16 cm groß, die vier Autogrammkarten hier jeweils unterschrieben, das Shirt in der Größe L, das Poster in A3 einseitig bedruckt im Querformat, diese aufblasbare Rockerhand, sowie natürlich das Album im Digipack mit insgesamt, wie viele waren es? 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Wer lässt die Sau raus von JBO?
mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr JBO unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.